Also, ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen ganz kurz schildere, wie, dass Sie das dritte System verstehen können. Stellen Sie sich vor, da vorne wäre jetzt mein Hausarzt, ja? Der würde erstmal völlig befreit werden von dem Papierkrieg, den er im Moment immer zu machen hat. Und er würde mir anbieten, kostenlose, spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportveranstaltungen, eigenen Sportverein, alles kostenlos, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, würde so eine Art Gesundheitsclub quasi bilden. Und wenn dort die Leute dann lernen, so Stück für Stück lernen, so ein bisschen gesünder zu leben, gehen die Krankheitskosten zurück, zum Beispiel jetzt in diesem Bereich, dann helfen wir davon natürlich der Pharmaindustrie, das zu verkraften, dass jetzt quasi Gesundheitsförderung gefragt ist und nicht so stark mehr das Verkaufen von Tabletten. Ja? Da helfen wir ihnen dabei, dass sie diesen Wandel schaffen, auch ohne kaputt zu gehen oder gefährdet zu werden. Aber dann bleiben immer noch pro Jahr, es werden vom Allgemeinen Patientenverband, dem Arzt, der da Chef ist, anvisiert, etwa 70 Milliarden durch solche Reformen einsparbar. Und wenn wir danach alle Entschädigungen noch 50 Milliarden übrig haben, könnte man 5 Kohlekraftwerke stilllegen, ohne dass es uns wehtut, wenn man das dann wollte. Ja? Und das ist so dieses Grundmodell, also Prävention. Systeme auf Prävention umstellen, den Wettbewerb so machen, dass der Arzt am meisten Geld kriegt für jeden Monat, den ich nicht krank werde. Also eher mehr Geld kriegt er, wenn ich seltener krank werde. Wenn ich häufiger krank werde, kriegt er einen Tick weniger Geld, damit er immer motiviert ist für uns, für mich, präventiv zu gucken, was könnte man noch helfen, damit der Mensch erst gar nicht Krebs bekommt oder andere Krankheiten bekommt. Was halten Sie von diesem ja bahnbrechend neuen Ansatz, drittes System? Ja. Die Frage ist, der Arzt dafür kompetent für so ein anderes Konzept? Ne? Das hört sich jetzt relativ einfach an. Ja. Der Arzt hat gelernt, irgendwelche Verletzungen, Symptome oder sonst was zu therapieren. Sie haben vollkommen recht, der Arzt ist nicht kompetent. Deswegen würden die Professoren, wir haben die besten Ernährungsbiologen dabei, Frau Professor Michaela Döll, Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob, einer der besten Ernährungsmediziner Deutschlands und so weiter. Die würden kostenlos im Fernsehen quasi den Unterricht kostenlos in den großen Fernsehsendungen nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Ärzte machen, sodass sie sich dann quasi im Fernsehen weiterbilden können und dort erfahren, was der neueste Stand zur Prävention ist. In allen Bereichen, auch im Sportbereich und so weiter. Das ist alles fertig. Aber Sie haben vollkommen recht, der Arzt muss dazulernen. Er muss Präventionsmedizin lernen. In Großbritannien habe ich gehört, da gibt es tatsächlich so Ansätze, dass Ärzte Menschen einfach nur Sozialkontakte vermitteln und dass das unmittelbar Auswirkungen auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden der Patienten hat. Ne? Das ist, glaube ich, begleitet worden, habe ich neulich im Radio gehört, ganz begleitet worden über eine bestimmte Zeit. Und das ist wohl jetzt auch offiziell in die Gesundheitssystem mit aufgenommen worden. Selbstverständlich. Wir wissen aus der Wissenschaft auch, deswegen bezahlen ja sogar manche Krankenversicherungen den Behinderten einen liebevollen Kontakt sogar zu Prostituierten, weil sie wissen, ohne Sozialkontakte, ohne Liebe im Leben, ohne berührt zu werden, werden die Menschen häufiger krank, Statistik. Und durch diese Gesundheitsclubs entsteht ja so ein Sozialleben. Die Älteren kommen wieder aus ihrer Einsamkeit raus, man spricht miteinander, es bilden sich Liebesbeziehungen. Man ist in Kontakt wieder mit Menschen, bilden sich vielleicht die ersten Wohngemeinschaften, wo die Leute sagen, wir wollen in so einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft eher zusammenleben. Und der Arzt hilft, wird auch weitergebildet als Supervisor, der hilft, dass es dann nicht zu Streitigkeiten kommt und so weiter. Ja, also genau so müssen wir denken, wenn wir eine gesündere Gesellschaft wollen und eine glücklichere vor allem auch. Ja? Kann man mit anfangen, ne? Also kann man in kleinen Bereichen ausprobieren, ob das funktioniert, ja, und dann gucken, wie die Leute darauf anspringen. Und was uns jetzt fehlt, ist die Diskussion darüber, denn die jungen Leute, die haben zwar jetzt meine Musik gespielt, aber immer wenn ich mit ihnen rede, kommt es eher so, dass sie sagen, ja, wir wollen eine Revolution, wir wollen kein drittes System, wir wollen quasi das zweite System, den Kommunismus. Und da gehen die Wissenschaftler natürlich nicht mit, da verstehen wir uns noch nicht, obwohl doch dieses dritte System sehr viel Menschliches an sich hat. Ne? Und deswegen ist so wir versuchen quasi so lange Kontakt herzustellen, bis wir dann am Ende die Situation haben, das stellen Sie sich vor, hier stände die weltberühmte Greta Thunberg, lauter Journalisten um uns jetzt rum, und sie würde nur einen Satz sagen. Lasst uns alle weltweit in jeder Talkshow diskutieren, kontrovers, ob dieses dritte System der zweiten Scientists for Future besser ist als Burn-Kapitalismen. Ah, Antikapitalister, das sind quasi Anti, ich glaube, das ist Antifa-Sprech jetzt, was jetzt gerade läuft. Ja? Antifa, Antikapitalista oder Burn-Kapitalism, not coal and so on.
Das ist Fridays for Future. Demo? Ja, verstehe. Ja. Aber was halten Sie von der Lösung? Wir arbeiten mit Geduld daran, dass es irgendwann dazu kommt, dass es zum Gespräch mit Kreta kommt und dann Kreta sagt, okay, darüber sollten wir diskutieren, denn Revolution, das wird wohl nicht funktionieren. Ja, also Kreta ist für mich jetzt kein Kriterium. Ne? Man kann mit den Leuten vernünftig sprechen und dann solche Methoden ausprobieren. Aber ich brauche da jetzt keinen Guru oder keinen, dem ich hinterherlaufe oder der für mich entscheidet, da geht es lang. Ich muss dazu sagen, über die zweiten Scientists for Future gibt es lauter Presseberichte. Franz Alt hat über uns geschrieben, kennen Sie den noch, den Sonnenpapst? Ja? Das größte Wirtschaftsmagazin Österreichs hat über uns geschrieben, zwei Professoren interviewt und so weiter. Aber die Großmedien erreichen wir so nicht. Die Bundesministerin ist nicht mehr so prominent. Sie brauchen, wenn ich jetzt Schwarzenegger hier stehen hätte, dann hätten wir die Medien. Ja? Also Sie kriegen heute, wir hatten den Eindruck gewonnen, dass Medien nicht an Kompetenz interessiert sind, sondern an Prominenz. Wenn dann Kompetenz... Die Menschen halt, ne? Die Menschen lassen sich irgendwie verführen oder laufen hinterher. Es gibt da wenige, die kritisch für sich entscheiden, was zu tun ist. Ne? Deswegen war unsere Überlegung, wir müssen versuchen, Prominenz und Kompetenz zu verbinden. Und deswegen bieten wir als zweite Scientists for Future den Fridays for Future an, dass wir zusammenkommen und dann mit Kreta, mit der Prominenz an die Medien herantreten und dann was erreichen können. Ja, okay. Ja, wünsche ich viel Erfolg dabei.